Ja, wunderschönen guten Morgen an die zahlreichen Frühaufsteher, an alle Webinarteilnehmer. Mein Name ist Wolfgang Dender und ich begrüße Sie recht herzlich zu unserem heutigen Live-Trading mit Dirk zur Börseneröffnung. Bevor wir allerdings starten können, Sie wissen ja, dass Dirk auch mal ab und zu einen Live-Trade macht. Insofern bitte ich Sie, das Webinar rein als Schulungszweck anzusehen. Das, was er macht, ist keine Handelsempfehlung und die Meinung, die er vertritt, muss nicht unbedingt der von FX Flat entsprechen. Ja, Dirk, du bist soweit? Ich bin soweit. Alles klar, dann wünsche ich allen viel Spaß und Dirk, ich übergebe dir das Zepter. So, dann legen wir mal los. Ich glaube, man hat mich auch gleich bei YouTube zumindest schon mal gehört. Fälschlicherweise, beziehungsweise ich habe vergessen, das Mikro da auszuschalten, aber es ist nicht so schlimm. Sage an der Stelle hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass wir heute wieder das Webinar zur Markteröffnung, Live-Trading zur Markteröffnung hier zusammen mit FX Flat machen. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich habe gerade schon dem Wolfgang gesagt, ich habe mich gerade schon gefragt, gegen welchen Bus ich heute Nacht gelaufen bin, aber das war wahrscheinlich das Gewitter. Und von daher bin ich so, komme ich mir so ein bisschen, weiß ich nicht, werden wir mal sehen, wie das hier funktioniert im Webinar. Deswegen die Frage an euch, ich hoffe, euch geht's gut, ihr dürft mich gerne ein bisschen unterstützen. Wenn ich irgendwas übersehe oder irgendwas erzähle, erkläre und was auch immer, was halt irgendwie keinen Sinn ergibt, bitte immer gerne her mit euren Kommentaren. Ich finde es ja generell auch immer gut, wenn in den Kommentaren so ein bisschen was kommt und wenn man so ein bisschen irgendwie auch hier sowas wie einen Dialog hinkriegt und das eben nicht alles ein Monolog ist. Ich klinge verschnupft, ne? Ich bin überhaupt nicht verschnupft. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Auf jeden Fall sehr merkwürdig. Ja, Rasierer hat heute Morgen irgendwie auch versagt. Der Akku war leer. Ich hoffe, es ist noch halbwegs erträglich, bevor nachher wieder die Sprüche kommen. Hemd gab es auch nur eins irgendwie. Es ist auf jeden Fall mega gut gestartet. Das kann nur gut werden. So, aber dann hier, man sieht es ja schon, ich habe es eingeblendet hier. Ne? Hat man mich auch darum gebeten, da mal kurz drauf einzugehen, weil es mir auch aufgefallen hat, ich dachte, ja cool, da bewegt sich ja auch wieder was, weil da gab es ja halt irgendwie vor nicht allzu langer Zeit dann auch mal irgendwie Diskussionen, da habe ich ja auch schon mal was dazu gesagt, was halt eben die Konditionen angeht bei FX Flat und da sieht man, da bewegt sich die ganze Geschichte wieder dahin, wo sie ursprünglich mal war, zumindest mal in die Richtung. Das heißt, wir haben halt hier im DAX jetzt wieder halt einen verkürzten Spread, beziehungsweise einen verringerten Spread, das Gleiche eben halt auch im Dow. Im Futures habe ich jetzt gar nicht so genau aufgepasst. Hat sich da auch was getan, Wolfgang? Oder ist das unverändert? Futures ist unverändert. Also Futures die ist Veränderung ist wirklich im DAX, Dow Jones und US-Tech, also okay. Im Nasdaq. Ja, gut. Freut aber Nasdaq dann, wobei Nasdaq dann auch ein ab 1,5 Punkte ist. Okay. Ja, freut er wahrscheinlich dann auch irgendwie den einen oder anderen. Und von daher dachte ich, ist das auch mal wirklich erwähnenswert. Weil FX Flat ist natürlich ja auch, da sage ich bestimmt nicht nur, weil ich das hier mache, ja auch einer von den Anständigen, von den Guten und die sich ja nicht drüber freuen, wenn ihr irgendwie Verluste macht. Sondern ganz im Gegenteil und von daher ist das an der Stelle auch erwähnenswert. Und deswegen mache ich ja auch so viele Webinare hier, weil ich immer weiß, okay, oder ich glaube halt auch, dass diejenigen, die mir schon seit ein bisschen längerer folgen, ja dann auch irgendwie wissen, okay, ich erzähle da ja auch keinen Blödsinn und stehe ja auch dann dafür ein. Und deswegen ist das an der Stelle erwähnenswert und ich habe halt auch immer schon gesagt, so irgendwie, selbst wenn hier irgendwie die Konditionen so ein bisschen schlechter geworden sind, wäre jetzt für mich kein Grund, wirklich absolut nicht, da halt irgendwelche komischen Entscheidungen halt hinsichtlich anderen Broker zu treffen. So, das war an der Stelle, sollte erwähnt werden, habe ich jetzt hiermit dann auch getan. Und vielleicht noch ganz kurz ein Feedback, also wenn irgendwie YouTube, es funktioniert alles, ne? Ich bin zu hören, bin zu sehen, gehe ich mal von aus, bei GoToWebinar ja sowieso, da kommen ja schon die Feedbacks rein, aber trotzdem freue ich mich, wenn auch bei YouTube vielleicht mal einer kurz schreiben kann, ob das alles funktioniert, weil das Webinar ist ja, wie wir das in letzter Zeit ja öfters machen, ist ja live einmal auf GoToWebinar und dann eben auch live auf YouTube. Da kommt irgendwie gar nichts auf YouTube. So, wenn da keiner was schreibt und mal nichts zu hören, ich nicht zu hören bin. Hallo? Ah, okay, gut. Dankeschön. Danke, 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 danke. Gut. Alright. So, aber der Wolfgang hat es gerade schon gesagt, ne, das ist hier irgendwie Live-Trading-Webinar. Das heißt, kann passieren, dass ich live einen Live-Trade mache. Meistens ist das so.
Und bitte nicht einfach nachmachen. Das ist ganz wichtig, auch wenn das irgendwie, und das wiederhole ich ja auch immer, auch wenn es irgendwie im Durchschnitt alles wunderbar funktioniert, heißt das nicht, dass es jedes Mal funktioniert. Ne? Und ich habe gerade schon gesagt, ich komme mir heute so ein bisschen vor, als wäre ich gegen den Bus gelaufen. Von daher weiß ich nicht. Vielleicht macht es das irgendwie besser, vielleicht aber auch nicht. Das hängt nicht unbedingt dann damit zusammen. So, dann gehe ich an der Stelle aber auch mal rüber auf das Bild. Ach, jetzt hatte ich hier so einen schönen Übergang noch gemacht. Jetzt weiß ich gar nicht, wo der ist. Jetzt ist der weg. Na egal. Gut, also ich gehe einfach direkt ohne Übergang rüber auf das Bild und wir gucken uns wie immer zuerst mal den Daily an. Im DAX als auch im DAO. Wobei wahrscheinlich ist halt heute DAX. Allerdings sieht der DAO wesentlich einladender aus, muss ich aber auch sagen. Also wer mir die letzte Zeit so ein bisschen gefolgt ist, ich habe das ja gesagt mit der Range, also zumindest für einen Donnerstag oder Freitag, nee, Donnerstag hatte ich gesagt, wir kriegen mindestens noch einen Tag in der Range, Freitag habe ich gesagt, wahrscheinlich immer noch einen und insgesamt habe ich das eingeschätzt auf 2, 3 Tage, die wir ab Donnerstag mindestens noch in der Range haben. Heute wäre dann quasi der dritte Tag oder der vierte, je nachdem, wie man es halt sieht, also wie diese Range halt eben noch halten soll. Also hier auf der linken Seite der DAX, rechts der DAO. Beim DAO ist es einfacher auszumachen. Da hat sich wahrscheinlich auch der ein oder andere gefragt, was hat der Hilger mit dem SMA20? Ne? Also, als ich den hier letzte Woche thematisiert habe, und jetzt sieht man, glaube ich, ziemlich deutlich, was der Hilger mit dem SMA20 gemeint hat mittlerweile. Nämlich, dass genau das, ja, der hält sich daran auf. Das ist jetzt irgendwie, und das ist ja für mich schon seit letzter Woche eben der Trigger, also der die ganze Geschichte dann auch nach unten zieht. Also generell. Ich weiß jetzt nicht, wer mich hier zum ersten Mal hört, aber ich rede ja schon irgendwie seit über einer Woche davon, dass das Ding runter soll. Und aber halt eben auch nicht so einfach. Und auch, ob das jetzt hier der DAO ist mit der 35.331 und dem SMA20 oder ob das der DAX ist mit dieser blauen Zone. Also das hängt da alles halt fest und das war auch zu erwarten. Das habe ich sogar vor 2 Wochen schon gesagt, dass er hier hängen bleiben wird, dass der nicht einfach durchfällt. Also der DAX durch die 15.903 beziehungsweise 15.875. Das wird eine Bremse, es wird aber nicht reichen, um eben nochmal raufzulaufen hier komplett. Und das passt soweit auch. Wie gesagt, vor 2 Wochen schon, ja. Und muss ich auch mal hier kurz mich ein bisschen selber loben, ja, weil wer da irgendwie geglaubt hat, das läuft jetzt irgendwie einfach so weiter in irgendeine Richtung und macht dies oder das oder jenes, das war zu erwarten, dass das so ist. Und mit dem DAO eben genauso. So, und mit dem DAO, um das hier auch nochmal im Livestream, im Webinar jetzt zu beschreiben, worauf ich hier die ganze Zeit hinweise, ist der SMA20 und der Kurs wird nicht runterfallen. Klingt völlig profan und doof, ich weiß, bevor der SMA20 sich nicht nach unten biegt. So, und jetzt sehen wir, jetzt macht er so ganz langsam, macht er halt eben so die Biege darunter. Und das heißt natürlich auch, das ist auch nicht ausgeschlossen, dass es nicht aufgeht. Aber wenn ich mir angucke, wie der das hier macht und auch jetzt inzwischen immer wieder an der 35.331 hier abprallt, der DAO. Und die jetzt halt mittlerweile hier schon so ein bisschen deutlicher zur Grenze wird, inklusive dem SMA20, der nach unten biegt, da bleibe ich da unverändert immer noch dabei, dass wir halt eben hier runter im ersten Schritt auf die 34.800 laufen und im nächsten Schritt halt eben auch noch eine Etage tiefer, also nämlich hier auf die 34.447. Also die 1000 Punkte, die ich da schon mehrfach thematisiert habe, die gebe ich auch nicht auf. Und nur weil der jetzt hier in der Range festhängt. Und für eine Range gilt ja eigentlich auch immer, die Range löst in die Richtung auf, in die sie entstanden ist. Das heißt, jetzt zum Beispiel nochmal hier auf den DAX zu kommen. Es ist jetzt erstmal egal, welchen Markt wir hier uns vornehmen, weil das ist im Endeffekt laufen die ja eh in der Korrelation. Ne? Aber die Range hier, die wir hier sehen, die ist entstanden, indem der Markt von oben nach da gekommen ist. Also wäre auf die logische Auflösungsrichtung die nach unten. Und dass wir das eben halt hier auch früher oder später nach unten fortsetzen. Ob das jetzt heute ist, das weiß ich nicht, ja. Im DAX würde ich fast nur vermuten, nicht. Der versucht irgendwie eher noch eine Runde nach oben, weil der hier so ein bisschen zu sehr in der Kurve hängt. Im DAO, wie gesagt, wäre es halt so ein bisschen einfacher gewesen, jetzt zumindest mal hier den Impuls, die 331 hier, die 60 Punkte darunter, schon mal über Nacht zu handeln. Aber gut, es nutzt ja nichts zu sagen. So über Nacht hätte man irgendwie aufstehen können und das tun können. Das ist ja Quatsch, ne? Aber generell hat der jetzt hier schon ein bisschen deutlichere Tendenz. Und ich vermute auch, dass der DAO heute im Laufe des Tages eben auch hier drunter bleiben wird. Also, ne, unter dem Bereich, wenn er drüber schließt, dann erstmal wieder alles vergessen und warten, bis dann halt wieder soweit ist. Aber das ist momentan die Tendenz, die wir haben. Und der
DAX schwebt jetzt leider hier, sieht man es ja auch einfach an dem Kurs selber, 15.910, das ist so irgendwie ein paar Punkte über der 903. Da würde ich jetzt überhaupt gar nicht handeln, jetzt erstmal an der Stelle, sondern gucken wir, wie die Eröffnung aufmacht. Und wenn die direkt wieder runterballert hier in die 875, dann würde ich mich versuchen, da dran zu klemmen und dann halt eben auch vielleicht da unten rauszukommen. Könnte sein, weil der Dow würde auf jeden Fall mitspielen, so wie ich das sehe. Wobei der sich natürlich hier auch jetzt wieder festfressen kann. Aber das wäre auf jeden Fall die Chance. Geht er halt wieder nicht darunter, also nicht unter die 15.875, dann kann man das vergessen. Dann kann man wieder ab dort wahrscheinlich long handeln und dann irgendwo in Richtung 16.000 oder eben knapp drunter. So sehe ich das halt. Wie seht ihr das? Wer ist wie positioniert? Long, short? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Würde mich natürlich interessieren, wie ihr so bei der ganzen Geschichte dabei seid. So, dann gehe ich erstmal rüber auf meinen Handelschart, beziehungsweise ich gucke erstmal ganz kurz hier auch noch in den H1 rein, im DAX, ob man da irgendwas erkennen kann, aber momentan glaube ich auch eher mal nicht so wirklich, ne? Also hier, das ist zwar jetzt in Grün auch, hier oben noch der Bereich, passt auch, haben hier ein Cluster, aber die Stundenkerze hier von 8 Uhr kommt auf der anderen Seite schon irgendwie so ein bisschen motiviert hier runter. Die Vola ist ja so ein bisschen überschaubar. Short lese ich hier gerade, also gerne her damit. Ne? Also Short im DAX, da sind ja doch ein paar mehr, ich habe ein paar übersehen. Lutz Short, Peter Short, Stefan Short. Was für schlechte China-Zahlen? Short im DAX vom Klaus, Short Christian, Long der Martin, das war klar. Short Bruno, Short in YouTube, den Namen weiß ich, das klingt wie Nachnamen, den nenne ich da besser nicht. Short der Uwe, was haben wir denn für ein Sentiment? Muss ich mal ganz doof fragen. Ach, guck mal, mein Freund Alex ist auch da. Moin Alex, schön. Das freut mich. So, Short bei Eröffnung unter 910, ja. Ja, der startet hier jetzt wahrscheinlich genau auf der 903, so wie ich das sehe. Der DAX, das könnte natürlich sein, wenn der mal einen Punkt runter startet, könnte das schon reichen, um da halt wirklich direkt mit einem Short dann auch reinzugehen. Also dann zumindest mal halt hier, ne, ich habe die Zone hier nicht so genau eingezeichnet. Aber halt unter der 903 heißt höchstwahrscheinlich direkt auf 875. Das ist allerdings nicht wahnsinnig weit. Ne? Das muss man natürlich auch sagen. Das sind dann irgendwie halt so maximal irgendwie 30 Punkte. Müssen wir mal gucken. Wie ist denn das Sentiment? Ich habe es leider tatsächlich vergessen zu checken. Vielleicht kann ja da mal irgendwie einer was dazu sagen. Würde mich natürlich interessieren. -4, okay. Ist das, wobei ja auch immer, da muss man auch sagen, so das Euwax-Sentiment, das ist alles gut und schön, aber besteht ja im Endeffekt, soweit ich weiß, nur aus Optionsscheinen. Ne? Jetzt nicht unbedingt, erfasst jetzt nicht unbedingt andere Derivate, was den DAX angeht. Von daher muss man da auch mal so ein bisschen mit Vorsicht genießen und ist natürlich auch immer so ein bisschen zeitverzögert. Ne? Das heißt, für den ersten Impuls sind wir jetzt neutral. Dort würde uns jetzt erstmal nichts stören, wobei natürlich Long-Sentiment besser wäre für Short, das ist halt auch klar. Gut, dann gehe ich doch mal rüber hier auf den Handelschart, dann gucken wir uns das Ding hier mal an. Vielleicht kriegen wir hier irgendwas gefasst. So, hier auf der linken Seite wie immer der M2. Ja, ausgeglichen, ne? Eitsch, na gut, jetzt hätte ich es fast gesagt. Nehmen wir bei einem anderen, es gibt noch ein anderes Sentiment von einem Broker. Freunde von FX Flat, natürlich. Auch die würde ich hier natürlich nicht erwähnen. Und dort ist irgendwie Überhang Short. Okay. Wobei auch immer die Frage ist, ne? Stimmt das? Da sind wir so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Will da ja keinem was unterstellen, aber. So, dann schauen wir mal. Also 905. So, das heißt, wir starten 2 Punkte zu hoch. Für meine Begriffe. 2 Punkte zu hoch. Mal sehen. Ob das da nicht reicht, um direkt dann doch wieder erstmal raufzulaufen, weil wir sind halt hier einfach insgesamt seitwärts. Ne? Ist überhaupt gar keine Frage. Also von daher, aber es hat echt so, ne? 2 Punkte zu hoch, weil normalerweise ist das ja im Live-Chart und daher kommt das Ganze ja immer mit Triggern verbunden. Das heißt, da
bin so ein bisschen messy hier in meinem Chart. Aber hier wäre jetzt halt eben das Level. Das ist für mich dann auch leider kein Trade jetzt gerade. Sonst hätte ich da schon längst drauf gedrückt. Es geht immer hoch hier im Punkt. Also darunter sind wir gestartet, beziehungsweise da drüber. Und das heißt, für mich, der Trigger ist halt einfach nicht gezogen. Ein Trigger wäre, wir hätten hier drunter gestartet und dann hätten wir auch easy peasy die 875 wahrscheinlich sofort abgeschossen. Und so ist das halt so irgendwie ein bisschen schwierig. Ich mache mal die 875 zeichne ich auch nochmal hier ein, falls die jetzt irgendwie noch kommt. Dann wäre das nämlich wahrscheinlich der nächste, wo er dann halt dreht. Das ist halt die Zone, von der ich die ganze Zeit rede, die halt hier im Daily beackert wird. Hier unten rechts sieht man es, sofern ich nicht irgendwie vor dem Bild hänge. Ne? Da unten ist er. Und das ist hier jetzt genau das, was ich hier gerade irgendwie eingezeichnet habe, hier links im M2. Von daher, das ist natürlich so ein bisschen, Also was wir jetzt hier halt auch sehen, ist Gap Close. Aber mit ganz geringer Distanz. Ich sage ja grundsätzlich immer, Gap Close von oben ist kein Long-Signal. Aber bei der Distanz bin ich mir da nicht so sicher. Also das sind ja irgendwie jetzt gerade nur 10 Punkte gewesen. Ne? Das ist jetzt irgendwie wirklich nicht die Welt. So, ich wäre hier schon fast irgendwie dafür zu sagen, na gut, ich guck mal, wenn der irgendwie raufkommt, dann gehe ich lieber ein paar Punkte long mit. Und die Vola ist auch gerade sehr überschaubar. Um es mal irgendwie dezent zu formulieren. Ich hoffe, der DAX irgendwie veräppelt uns heute Morgen nicht wieder mit Vola, mit Stillstand. Das wäre natürlich sehr traurig. Aber insgesamt ist die ja halt schon recht hoch die ganze Zeit. Ne? Aber halt, wenn wir Webinar hier machen, dann ruft wahrscheinlich immer irgendwie irgendeiner von, weiß der Geier welchem Laden, dann halt in Frankfurt an und sagt, so, heute hier, ne? Alle Füße stillhalten, Hilgert Webinar, wir bewegen uns nicht. So kommt es einem auf jeden Fall manchmal vor. Ja, ist doch auf jeden Fall auch mittlerweile schön was los hier bei YouTube. Das freut mich natürlich. So, hier oben der M5. Wie gesagt, ich habe so ein bisschen Sorge um die Vola, ne? Aber jetzt gerade liege ich zumindest schon mal halt irgendwie mit meiner Befürchtung nicht so ganz falsch durch diesen Start, der einfach, auch wenn er hier nur 2 Punkte drüber war, aber im Endeffekt sind es ja halt höchstwahrscheinlich irgendwelche Algos, die halt eben da genannt auf solche Sachen ja auch getaktet sind. Und nur so ist es ja zu erklären, warum das auch so oft verlässlich ist, dass ein Schlusskurs oder halt eben oder ein Startkurs über einen bestimmten Punkt ja dann auch direkt eine Reaktion zur Folge hat. Ne? Und die bleibt halt hier, was nach unten angeht, eben aus. Ich muss gerade mal gucken, ich habe ganz vergessen, hier den Future einzuschalten. Ach, jetzt habe ich den hier nicht drin. Moment. Muss ich gleich mal ganz kurz gucken. Eine Sekunde, eine Sekunde. Es könnten auch 5 werden, aber ich gucke nur mal ganz schnell hier. Moment. Sorry, ich verstehe nicht den Ton ausgeschaltet. Ich gucke nur mal ganz schnell hier. Ich klicke mir mal hier den Future dazu. Mache das hier nur gerade irgendwie das Bild weg. Nicht, dass da versehentlich irgendwas aufpoppt, was den Wolfgang nicht gefällt. So, da sind wir wieder. Also, hier nochmal zurück auf dem Hauptbild. Also, ich baue mir jetzt hier nur den Future dazu. Und das heißt, was ich ja immer mache bei allen Tradings hier ist, ich gucke zwar den CFD, beziehungsweise handle den CFD, aber habe mir das Volumen vom Future hängt immer dahinter. So, und deswegen habe ich jetzt auch hier Orderbuch, ich habe auch hier eine bessere Volumenglocke, ne, die halt wesentlich genauer ist und eben nicht mit CFD-Ticks daherkommt, sondern eben mit echten Future-Daten. Aber die Vola, ey, die macht mir gerade echt so ein bisschen Schmerzen. Sieht ja aus, als hätte ich hier eine Verbindungsstörung. So, ich würde den jetzt mal direkt manuell reingeben. Ja, aber bitte keine Empfehlung, ja, ist klar. Sondern nur, ich will ein paar Punkte irgendwie darauf. Mal gucken, ob hier alles richtig eingestellt ist. Straight ist falsch. Ich würde halt hier nur scalpen. Ne? Das heißt, also hier nur mit einer minimalen Distanz versuchen, irgendwie, wenn der Markt da Bock drauf hat,
so eine kleine Bewegung nach oben irgendwo einzufangen. Und das heißt, auch irgendwie nur so ein Stück weit hier rauf, hier oben irgendwo so an diesen letzten Support da hoch vielleicht, wobei hier natürlich schon so ein bisschen risky ist, weil wir den SMA 20 hier gerade im H1 von unten uns angucken. Auf der anderen Seite versucht der Markt, der DAX hier gerade die Tageskerze irgendwie wieder nach grün zu drehen. Mal gucken, so einfach wird das wahrscheinlich nicht. Skalieren weiß ich nicht. Ich hole den Stop mal so hier nur mal kurz vom letzten Low weg. Ich hoffe, man kann das alles erkennen. So, würde auch hier jetzt direkt absichern. Dann habe ich jetzt gerade manuell gemacht mit Shift-Klick auf BE. Das heißt, ich bin hier Break-Even plus 2 Punkte, bin ich jetzt erstmal safe. Und falls der Markt hier oben reinläuft in diesen Bereich, wo halt der Trigger liegt, ja, und dann kriegen wir halt ein paar Punkte eben halt noch extra durch die Automation. Ich würde auch hier die Hälfte demnächst rausnehmen. Ja, aber erstmal ist alles fein. Komm, stoß mir nur einen hoch hier. Wieder nicht, Hälfte raus. Wenn es jetzt hier auch nur ein paar Punkte werden, insgesamt ist egal, ja. Aber das ist ja halt auch nur der Impuls, eben der halt der Tatsache geschuldet ist, dass ich halt, dass der Markt eben zu hoch gestartet ist, ne? Und der kann sich jetzt hier trotzdem auch festzackern. Deswegen nehme ich jetzt hier einfach mal vorsichtig die Hälfte raus. Lass mal den Stop da, wo er ist. Und ich habe das ja auch hier mit einer überschaubaren Position gemacht, also 5 Kontrakte. Das heißt, wenn wir jetzt hier hochlaufen würden, dann wären es halt immer noch irgendwie, na, wo ist er? 100 Euro. Und ansonsten sind es dann halt eben hier nur 20 Euro. Ist auch okay, ja. So, das meine ich halt jetzt gerade, ne? Deswegen bin ich da auch direkt mit der Hälfte raus, weil ich weiß nicht, was dieser Impuls werden wird. Der Impuls war eben für mich jetzt nur der recht klare Trigger dafür, dass wir da jetzt nicht drunter fallen. So, und das passt ja jetzt auch soweit, ne? Es ging ein paar Punkte hoch. Gut, ich hätte ihn auch einfach ganz rausnehmen können, noch 10 Punkten. Wäre auch okay gewesen. Aber passt doch, ist doch okay. So, es tut mir natürlich leid, dass ich vorhin gesagt habe, so, Short, Short, Short. Und das Erste, was ich mache, ist ein Long. Und aber das war ja halt eben auch nur ein Scalp. Ne? Von daher alles gut. Das waren ja auch nur jetzt irgendwie eine Handvoll Punkte. Mehr waren das ja im Endeffekt nicht. Ne? Und er müsste halt schon sich hier irgendwie deutlicher drunter bohren. Und damit die ganze Geschichte dann auch stressfrei nach unten aufgeht. Aber jetzt gucken wir erstmal, wie der M15 endet. Den habe ich hier oben. Ich mache den mal ein bisschen größer. Ja, man könnte jetzt auch hier nochmal reingehen. Ja? Aber was man ja hier sieht, auch ganz vom Scalping her völlig simpel. Versucht halt hier, also vom Price-Action-Ansatz, er versucht hier über die letzte Bewegung von 15 Minuten rauszukommen. Wobei, da muss man natürlich ganz klar sagen, das war ja halt die Amateurstunde, also die von 8 bis 9 Uhr. Die hat natürlich nicht so eine wahnsinnige Relevanz, aber nichtsdestotrotz, wenn jetzt wie hier das Volumen halt insgesamt überschaubar ist, ja, und dann natürlich schon, dann kann man das schon handeln. Aber in letzter Zeit hat er wirklich dann auch oft irgendwie um 9 Uhr ordentlich Gas gegeben in eine Richtung und kam aber dann meistens halt so von unten raus, ne? Also ist dann irgendwie über der 875 gestartet und dann halt auch gab es direkt ein bisschen mehr Druck nach oben. Und von daher war dann Long natürlich auch einfacher. Jetzt starten wir hier über der 900. Und das sind die Kriterien halt für meine Begriffe jetzt einfach so, dass wir starten relativ hoch. Ja. Wir haben nur den Trigger nicht, starten aber auf relativ hoch. Von daher kann sich das Bild hier auch schon noch drehen. Ja. Das ist nicht so einfach. So, wie üblich, trockener Hals hier. Ich weiß nicht, was das ist. Immer bei diesen Webinaren, verstehe das nicht. Wolfgang, das muss an dir liegen. Du musst irgend so ein Teleparfüm haben, was irgendwie bei mir Kratzen im Hals verursacht. Und deswegen sitze ich hier immer und räuspere mich. In anderen Livestreams bin ich ja fast jeden Tag oder beziehungsweise jede Nacht bin ich ja live. Und da habe ich das nicht. So, ich glaub, er ist weg. Sorry. Nee, ich möchte dazu einfach nichts sagen. Ja. So, ich gucke mal hier nochmal eben in die Kommentare kurz rein, weil hier passiert ja momentan nichts. Oder weil den DAU würde ich natürlich auch mal gerne kurz sehen, wie der so aussieht. 296 runterkommend, also hier im Daily. Was habe ich denn da für Sizes? Das sieht aber abenteuerlich aus, okay.
Ich glaube, ich habe da einfach nur was verstellt zu Testzwecken. Das müsste ich auch mal irgendwie, bevor ich hier auf den Knopf drücke, glaube ich, mal ändern. Also angefangen, kleinste Position mit 100 Kontrakten, glaube ich jetzt nicht, ne? Was Halskratzen ist, psychische Belastung. Hey, dann wäre ich schon stumm. Wahrscheinlich, da würde ich gar nichts mehr sagen. Nein, das ist irgendwie. Was, ich habe das ja sonst auch nicht, aber immer nur hier irgendwie, aber es könnte auch einfach an der Uhrzeit liegen. Ich glaube, morgens um die Uhrzeit reden, das ist einfach nicht mehr Ding. Nö, nee, da passt schon. Eugen, alles gut. Nein, ich verstehe doch, viel Spaß. Zu mir kann man ja fast alles sagen. Passt. Wie sagt einer was Falsches? Auf jeden Fall, glaube ich, bin ich da ein bisschen unempfindlich. Ne? Also, gut, den müsste ich auch erstmal kurz umstellen, weil das hier auf gar keinen Fall. Aber hat jetzt auch nicht wahnsinnig viel Bewegung. Ne? Hier sieht man nur, da ist eigentlich der H1 so ein bisschen netter, finde ich. Ne? Weil hier zeige ich mal ganz kurz den Daumen. DAX passiert ja, glaube ich, irgendwie auch gerade nicht wirklich was. Der versucht hier eben halt nur noch mal in diese, das sieht man hier echt schön, das wäre ein netter Scalp gewesen, deutlich netter als der DAX. Hier an die Eröffnung von 9 Uhr dran in einem fallenden SMA 20 und macht sich jetzt höchstwahrscheinlich auf, hier unten die Lows anzutesten. So, wenn ich da jetzt schnell genug wäre, dann könnte ich den jetzt einfach mal short handeln bei 290. Ich versuche das hier auch mal ganz schnell umzustellen. Ich hoffe, das gelingt mir. Dann würde ich mir nämlich, glaube ich, den tatsächlich jetzt mal kurz schnappen. Moment, ich muss hier mich ganz kurz konzentrieren, weil mit 100 Kontrakten gehe ich hier nicht rein. Muss da mal kurz was wechseln. So, mal gucken, dass das jetzt passt. So sieht das schon besser aus. So, also das heißt, ich würde mir den hier tatsächlich einfach mal short schnappen mit einer kleineren Position, auch einen größeren Stop. Ne, hier einfach mal oben drüber über die Highs und dann halt mal gucken und dann mal sehen, ob das Ganze dann jetzt irgendwie gleich aufgeht. Das heißt, den lasse ich jetzt im Hintergrund laufen. Da würde ich halt auch nur gerne runter hier in diese im H1, ne, hier unter dieses Level, das heißt unter die 264 von der 287, das sind zwar auch nur 20 Punkte, aber das wäre eher so ein Kandidat dann auch zum Skalieren, weil der natürlich hier mein CRV jetzt nicht so klasse ist, ne, aber so bis in dem Bereich hier einmal unter das Low drunter, 255, 10 Punkte unter das Level, das halte ich jetzt nicht so für wahnsinnig spektakulär anstrengend. So, auch hier mit dem Trail einfach raus. Ich ziehe immer nur den Take Profit, um eine Richtung zu haben und auch zu sehen, okay, was ist Risiko, was ist möglicher Profit. Und dann hier unten aber mit dem Trail, um dann halt eben zu versuchen, da ein paar Punkte einfach mehr mit nach unten zu kriegen. Das heißt, hier würde die Position anfangen zu trailen. Hier habe ich ja auch keinen Future drin. Was habe ich denn da gemacht? Das gibt es doch gar nicht. Zumindest ist er aber da. So. Na komm, gib mir mal ein Orderbuch hier. Ja, da ist es. So. Ne, ich hoffe, man hat es verstanden. Also, wie gesagt, ne, hier unten würde ich in den Trail reinlaufen lassen und den Take Profit nutze ich immer so ein bisschen für die erste Orientierung. Das wäre jetzt halt hier auch nur in so einen kleinen Impuls, den ich halt hier mithandeln würde im DAO. Und jetzt aber keine Monsterrichtung. Wobei, ne, Dienstag ist ja oft irgendwie so der berüchtigte Turnaround Tuesday. Daher kann er das auch natürlich auch heute machen. Nochmal, der DAO hat eigentlich die besten Voraussetzungen, also jetzt rein technisch, ich meine ja eh nichts anderes, aber um halt im Laufe des Tages, jetzt nicht unbedingt gleich heute Morgen, ja, aber um die Geschichte nach unten aufzulösen, weil sich das Bild hier nämlich so langsam aufklart, kann aber trotzdem auch noch einen Tag dauern, ne? Ist klar. Ich sage ja nur, wenn jetzt der DAX als Beispiel mitspielt, und irgendwie nach unten drücken sollte, obwohl der halt so die wenigsten Ambitionen irgendwie gerade hat. Der DAO wäre auf jeden Fall dabei. Da bin ich mir ziemlich sicher. Das wäre nicht der Grund, warum die ganze Geschichte bremst. Ne? Das halte ich für relativ safe. So, nochmal zurück auf den DAX. Also die ersten 15 Minuten sind vorbei. Passiert ist nichts. Außer, dass wir hier unten immer noch auf der 503, auf der 903 halt stehen und der da natürlich jetzt gar keine Lust hat, irgendwie drunter zu fallen.
Wahrscheinlich kriegen wir hier noch irgendwie ein kleines neues Hoch. Ja, so wie ich mir das hier. Ja. Muss ein bisschen genauer drauf gucken. Also, ja, gut, die ersten 15 Minuten sehen jetzt nicht unbedingt so wahnsinnig long ambitioniert aus, sondern eher so, hey, ich muss mal ein bisschen bremsen hier. Aber auf der anderen Seite sagt uns das auch irgendwie nichts. Ja. Also hier oben ist irgendwie, da könnte der ruhig noch irgendwie so ein bisschen reinlaufen. Und dann halt auch nochmal ein kleines neues Hoch und dann eben doch nochmal runterkommen. Also das heißt, so in dieses Cluster halt irgendwie rein, muss er aber auch nicht. Wäre jetzt aber auf der anderen Seite nicht wahnsinnig verwunderlich. Gucken wir es mal im M5 an, da ist ja noch überhaupt nichts passiert. Ja. Steht ja hier einfach tatsächlich nur irgendwie rum in einer kleinen Range von irgendwie 20 Punkten. Und damit droht dieses Webinar dann auch wieder eines derer zu werden, wo ich mich um Kopf und Kragen reden muss. Weil der Markt sich nicht bewegt. So, aber so ist es halt. Bis jetzt geht's ja, aber deswegen bin ich wahrscheinlich auch hier immer an mich am Räuspern und werde heiser, weil der Markt irgendwie mich irre macht manchmal hier. So, also kommt hier nochmal runter. Man könnte auch hier natürlich versuchen, ne? Also mir fehlt hier so ein bisschen der Trigger. Hier ist aber möglich, dass wir die Auflösung kriegen, weil wir halt eben auch hier so ein ähnliches Bild haben, wie ich es gerne eigentlich im H1, im Daily hätte. Nämlich, dass wir in der Stunde uns hier nach unten biegen. Ne? Von daher, das könnte schon sein. Also, das ist so, der kann hier nochmal ein kleines Hoch machen, der kann aber auch genauso jetzt in einem Rutsch hier runterfallen. Ja? Also kann man, wenn man unbedingt möchte, probieren, hier short zu gehen. Und wenn es eben halt auch nur ist, die 20 Punkte runter bis zu 875. Viel mehr muss der gar nicht machen. Dann sollte man, glaube ich, aber nicht unbedingt so lange warten, sondern hier dann direkt, wenn ein Impuls kommt, keine Empfehlung. Ja, und ganz wichtig. Aber wenn ein Impuls kommt, irgendwie dann halt direkt auch reingehen. Aber der klebt hier so fest. Ich mache das jetzt einfach mal. Ich skaliere den auch rauf. Das wäre dann eher, eigentlich sollte das ein Scalp hier sein, aber mir fehlt für ein Scalp eigentlich der Trigger. Was ich hier gerade mache, ist, ich versuche dem H1 zu folgen. So, und das heißt, infolgedessen wäre das jetzt ein Trade, den ich nicht mehr rein als Scalp bezeichnen kann, sondern der dann halt eben auch leider bis 11 Uhr laufen kann. Aber ich hoffe jetzt einfach mal, dass wir jetzt hier zumindest einen Push nach unten kriegen und dann mit so ein paar Punkte nach unten, damit so ein paar Punkte in die Richtung hier. Und dass er jetzt nicht eben genau hier dreht. Ich bin auch jetzt hier nur mit einer halben beziehungsweise Viertelposition drin. Ne? Von daher ist das jetzt schon okay. So, also. Das heißt, sollte man dann, wenn man das unbedingt machen will, auch, glaube ich, genauso angehen, also nicht übertreiben mit der Size, weil der hier irgendwie schon noch, ne, der kann auch genauso gut nochmal hierher laufen in dem Bereich und dort nochmal was abholen. Das heißt, mit 10 Punkten Stop hier eher schwierig. Ne? Eher schwierig. So, dann gucken wir, ob wir hier einen kleinen Rutscher kriegen. Oder auch nicht. Ja, das hier, ne, das sind einfach nur irgendwelche Break Levels aus dem M5, also von Außenstäben. Das ist noch nicht mal von heute, nicht von gestern. Ich weiß gar nicht, von wann das ist, aber von daher ist das, halte ich jetzt aber auch mal so ein bisschen für Zufall, dass das jetzt ausgerechnet hier reagiert. Man kann sich ja immer viel einbilden, ne? Malt irgendwo eine Linie und dann guckt man 5 Wochen später drauf und dann siehst du, guck mal hier, habe ich Linie gemalt. Hat Kurs reagiert, bin ich voll gut. Kann auch Zufall sein. So, also, was ist jetzt hier? Kommt jetzt hier mal so 3 Punkte runter. Und gerne mit einer 0 dran, die 3. Ja, M5. Mal gucken, ob er den jetzt dann im Abschluss darunter kriegt. Also, wenn der hier unten hängt, dann würde ich schon tippen, da kommt noch einer nach. Also, es sind jetzt noch 15 Sekunden. Das wäre aber dann halt eben relativ schwacher Impulsgeber der M5 generell. Und kann natürlich auch sein, dass es gar nicht macht. Ne? Auch klar. Sieht man ja, hängt ja irgendwie hier direkt wieder. Macht kein neues Tief. Und damit fehlt selbst von hier jetzt der Trigger, um das Ding nach unten zu befördern. Was macht denn eigentlich mein DAO? Weil er klebt auch hier irgendwo knapp drüber. Und der Markt steht. Wunderbar. Nicht. Wunderbar.
Ja, hier im 15, klar, der sieht schon ein bisschen deutlicher da halt aus, müsste aber auch dringend mal hier das Low rausnehmen, um da halt mal ein bisschen Tempo reinzukriegen. Aber hier mein Kumpel, der Alex, ist, glaube ich, heute zum zweiten Mal dabei. Das letzte Mal war auch schon hier so wohler Stillstand. Der fragt sich wahrscheinlich auch, was macht denn der Dirk da eigentlich so? Da bewegt sich doch irgendwie gar nichts. Ja, ich weiß, das ist aber halt irgendwie nur die Regel, wenn ich hier live gehe, das ist nicht die Regel morgens um 9 Uhr. So, das ist eine Verschwörung, die da im Gange ist, im ganz großen Stil. Und das ist der Grund. Und diese Verschwörung besagt auch, wenn ich jetzt hier auf den Knopf drücke und die Position auflöse, dass dann der Markt sofort fällt. Und wenn ich nichts tue, bleibt er stehen. Aha, okay. So, also, dann schiebt man da unten durch kurz. Einmal hier hin. Auf die 875. Obwohl, so schnell hätte ich den vielleicht gar nicht absichern müssen. Moment, ich lasse es mal kurz hier in Ruhe. Also, Stop einfach nur ganz knapp ran. Ich will einmal hier 875 sehen, ob die hält. Das ist das Tagestief, das aktuelle wird ja hier angezeigt. Und an den paar Punkten wird es jetzt ja wohl hoffentlich nicht scheitern. Na komm. Kann man natürlich dann trotzdem auch absichern. Ne? Also entweder lässt man es automatisch machen oder hier auf BE oder Shift BE ist dann halt eben der Break-Even plus 2 Punkte. Also je nachdem, was dann halt im Setup eingestellt ist beim Stereo Trader. So, und ich würde jetzt natürlich aber gerne mal sehen, dass wir hier mal echt so einen Ruck nach unten kriegen und das Ding dann halt irgendwie zumindest mal wieder Anstalten macht, hier durchzulaufen. So, hier ist jetzt der Trail aktiv. Damit ist das jetzt wieder die Unterseite von dieser Zone, die ich vor keine Ahnung wie viele Wochen ja schon gezeigt habe. Wirklich Wochen, ja. Also ich meine, ich bin ja da immer froh, dass ich halt dann irgendwie mit der Einschätzung, die ich ja hier im DAX gehabt habe, wo ich gesagt habe, der kommt da runter, aber die wird nicht halten, sondern die wird bremsen. Das finde ich natürlich ja dann auch immer sehr beruhigend, dass ich solche Sachen dann ja da auch kommen sehe, rechtzeitig. Und wenn ich damit richtig liege, dann nicht, weil ich mir selber hier einen Pokal irgendwo ins Regal stellen will dafür, sondern eben ja auch dafür, weil ich ja weiß, dass mir auch einige Leute zugucken und die dann zumindest was haben und nicht irgendwie permanent drauf setzen, dass das Ding auflöst, sondern halt eben dann auch sehen, dass es Sinn macht, dass der Markt halt eben dann auch nicht so wirklich weiterläuft. So, der fliegt jetzt wahrscheinlich. Gut, haben wir 2, 3 Punkte extra. Okay, ne? Passt doch. So, dann gucken wir uns mal den DAO an. Der wird jetzt wahrscheinlich auch. Ah, der ist auch schon aufgelöst. Gut. Du hast gerade hier im Trail raus. Entschuldigung. So. Der ist hier im Trail raus. Ja, nur waren dann halt eben auch 10 Punkte. Ne Quatsch, 20 sogar hier, ne? 20 Points. So, hier kurz auf Intraday. Kann man hier irgendwie, ja, soweit ist er nicht, Statistik ist noch nicht fertig, sonst wird das auch anzeigen. Aber hier nur irgendwie 56 Euro bei 2,5 Kontrakten sind halt rund irgendwie 22 Punkte. Und im DAX war das jetzt hier, kann man auch mal kurz irgendwie gucken, 60 bei 2,5 ja auch, ne? So schön. Das ist doch nice. Das waren ja dann irgendwie auf beiden Seiten irgendwie insgesamt über 50 Punkte. Das ist doch cool. Können wir eigentlich auch hören, oder? Ja, ne? Machen wir heute kurzes Webinar, sind wir hier fertig. Weil, warum soll ich das jetzt hier noch irgendwie? Weil eigentlich passt das doch. Gut, die Size war jetzt nicht riesig, das ist natürlich klar. Ja, von daher, ich wäre dann schon auch ein Freund davon, noch ein bisschen mehr zu machen. Aber dafür, dass der DAX sich hier so undeutlich gezeigt hat, um 9 Uhr ist das jetzt, glaube ich, eigentlich schon recht ordentlich. Das ist doch echt gut. 3 Trades alle aufgegangen. Passt doch. Das passt doch. Ja, manchmal ist es ja, ne, das sieht man hier, dauert es halt eben auch mal ein paar Takte länger.
Den hätte man natürlich das auch noch drin lassen können, aber hey, ne? Ich habe ja gesagt, so da unten die 875, ein paar Punkte drunter, okay, und gerne Anstalten machen, durchzufallen, aber ich stelle mich ja nicht hin und sage, oh, der fällt jetzt heute genau dadurch, weil ich das jetzt so will. So, das ist natürlich Quatsch. Von daher alles gut. Der DAO, ne, da sieht man es jetzt, ich gehe mal nochmal rüber auf das andere Bild, da sieht man jetzt, was ich meine, ne? So, das Ding biegt sich ja dann jetzt auch langsam hier oben. Und das heißt, würde der Markt jetzt bis als Beispiel bis heute Abend irgendwo da unten hängen, ja, dann haben wir hier einen SMA20, der aber ganz schön die Kurve da oben kratzt. Ne? Das ist halt klar, weil die Anzahl der Tage ist einfach voll. Man kann es ja einfach mal durchzählen. Hier mal 20 Kerzen, ne? Dann mal gucken, wo man steht. Das müsste mittlerweile dann die hier sein. Das heißt, wir brauchen nur unter die hier zu fallen und dann biegt das Ding sich runter. So einfach ist es, ein bisschen Mathe. Und weil das einfach nur der Durchschnitt der letzten 20 Tage halt ist. Aber jetzt geht er hier echt ganz schön ab. Guck mal. Und da auch. Why not? Mal gucken. Aber da kommt man schon noch irgendwie rein heute im Laufe des Tages. Der wird jetzt nicht fallen wie ein Stein. Meine, möglich ist alles, aber von daher passt das. Was sagt denn das Sentiment eigentlich? So, ich gucke jetzt gerade mal hier drüber. Also, die von dem Broker, dessen Namen ich nennen darf, sind nur noch 63% Short. Ja, aber sieht man, das Sentiment ist auch nicht alles. Sollen wir long gehen? Sehe ich gerade jetzt erst von 9:11 Uhr. Lutz, was machst du da? So, 200 € verdient, war perfekt. Schreibt der Stefan. Der Werner, vielen Dank für den Trade. Immer noch Short bei dem Broker, ja. Wie gesagt, Sentiment ist halt nicht alles. Und vor allen Dingen, guck mal hier bei den anderen Kommentaren gerade noch. Das Ding ist halt, ne, warum ich hier gerade vorhin so gezackert habe. Ich lass mal so den Gedanken da mal irgendwie kurz spielen. Also, wir nennen jetzt hier keine Namen, ne? Aber man stelle sich mal vor, sagen wir mal, wir sind irgendwie böse. Ja? So, dann sind wir, oh, Erdbeben. Dann sind wir irgendwie in der Lage, irgendwie ein Broker zu sein. Also die Rede ist hier auf gar keinen Fall von FX-Flat, das muss ich ja ganz klarstellen. Darüber reden wir hier nicht. Wir reden über die andere Seite. Ne? Wir sind ja hier bei den Guten und wir reden über die andere Seite, wo die Piraten sind, die einen ausrauben. So, da gibt es dann vielleicht, sagen wir mal, so, irgend so einen Pirat, der ist ein Broker. Und der sagt, pass mal auf, Sentiment, die Mehrheit der Leute liegen ja immer falsch, aber wir zeigen dir hier, was die Mehrheit der Leute eigentlich macht. Wenn aber dieser doch jetzt irgendwie mein Geld haben will, warum sollte mir der wirklich zeigen, was die Mehrheit macht? Vielleicht dreht er das auch genau um, ja, und vielleicht stimmt das Sentiment überhaupt nicht. Ist ja nur mal so ein Gedanke und der ja auch so seine Berechtigung hat, ne? Weil das ist ja nicht irgendwie eine Information, die irgendeiner Kontrolle unterliegt, ja. Von daher, und Euwax sehe ich ja auch gerade, ist plus 30. Ne? Aber das ist ja nur mal so ein Gedanke. Es ist ja alles erlaubt, ne? Mal irgendwie durchzudenken. Was dann am Ende tatsächlich ist, werden es vielleicht nicht erfahren. Man weiß es nicht. Ne? Ja, Euwax ist plus 30. Also Long kriege ich hier gerade von allen Seiten irgendwie zu hören. Ja, aber weil ich jetzt nur mal kurz laut gedacht habe, vielleicht könnt ihr mir ja folgen. Robert fragt hier bei YouTube, sind die Future-Daten über den StereoTrader laufen automatisch die echten Chart-Daten, die nicht vom Broker manipuliert werden können. Also, das Ding ist, um da vielleicht jetzt auch mal wirklich nochmal kurz eine Lanze für FX Flat zu brechen. Was ich ja hier mache bei FX Flat im Speziellen ist ja, ich habe es ja vorhin mal irgendwie kurz zwischendurch erwähnt. Ich gehe mal hier rüber, das sieht ja echt spannend aus. Ich handle den CFD, das heißt, die Kerzen sind vom CFD. Das heißt, es ist das, was der Broker mir gibt. Aber das Volumen ist aus dem Future. Und das heißt, ich habe hier einen Match. Ja? Also, das ist mal das eine. Ich matche hier den Future. Sag mal, geht hier gerade irgendwie die Welt unter oder was ist das jetzt hier? Ich matche den Future auf den CFD und
kann mir das ja auch in der Korrelation anzeigen. Das heißt also, es gibt eine ganz, völlig einfache Regel. Wenn ein Broker jetzt zum Beispiel den Dow oder den DAX, ja, im CFD anbietet und gleichzeitig im Future, im gleichen Konto, da brauchen wir nur irgendwie mal ganz kurz nachzudenken, um dann drauf zu kommen, dass der ja gar keinen Quatsch machen kann. Aus dem einfachen Grund würde das nämlich abweichen. Hallo, was ist denn das jetzt hier? Wieso geht das jetzt hier ab wie Schmitz' Katze? Ohne mich. Also, aber ich führe das kurz zu Ende. Würde der jetzt irgendwie permanent abweichen, ja, könnte ich den Broker ja arbitrieren. Das heißt, ich gehe immer im Future Long und im CFD Short oder umgekehrt, ja, und warte bis da irgendwo ein Profit rauskommt und drückt dann halt auf Stopp. Da brauche ich dann nicht mal einen Automaten dafür. Da kann ich mich ganz Tag hinsetzen und klicken und bis abends ist der Broker arm, ja, weil er sich ja mit seinen eigenen Abweichungen dann ja halt kaputt machen würde. Und von daher ist das an der Stelle schon jetzt total simpel eigentlich, ne? Also ich hoffe, man kann verstehen, wie ich das meine. Und von daher, das ist keine Sache vom Stair Trader. Das ist ja nur, was der Stair Trader hier macht, ist ja ein Feature, das aber dann eben auch nur in so einer Kombination geht. Das heißt, weil ich hier den Future auswählen kann, ne? Also hier bei meinen Symbolen sieht man es ja hier, weil ich habe hier CFD auf und der Stair Trader schlägt mir hier vor verschiedene Volumenquellen. Ja, alles, was jetzt irgendwie zu dem US-30 Mini, das ist ja der Dow, passt, also von der Tick-Size und so weiter, wird mir hier vorgeschlagen. Und der YMU 23, das ist eben der aktuelle Future. Und so mappe ich das zusammen. Ja, das ist das, was der Stair Trader macht. Das heißt, ich habe hier natürlich eine ganz, ganz andere Wahrheit, die ich dadurch jetzt im Chart hier sehe, als an irgendeiner anderen Stelle oder mit irgendeinem anderen Broker, der halt eben dieses Feature nicht hat. Ganz klar. Infolgedessen ist das natürlich schon, ja, ich will nicht sagen näher an der Wahrheit dran, es ist einfach die Wahrheit, was ich halt hier sehe. Kann man also nicht vergleichen. So, was geht hier ab? Sondern mal kurz, kaum verfalle ich hier mal in Erklärungen, irgendwie in Theorie. Und dann rutscht der da unten durch. Ja, das wären natürlich noch so ein paar Punkte mehr gewesen, ne? Um es mal dezent auszudrücken. Aber ich sage ja, ne? Wenn der DAX nach unten drückt, der Dow wird es nicht bremsen. Insofern passt das. Aber okay. Wir haben jetzt hier durch die ganze Theorie diesen Trade jetzt nicht mehr mitbekommen, aber ist ja auf der anderen Seite ja auch okay. Also, ich würde jetzt auch hier gar nicht versuchen, irgendwie bis 10 Uhr das mit auf Biegen und Brechen hier durchzuziehen mit dem Webinar. Es waren drei Trades dabei, ein kurzer Long und zwei Shorts. Mit insgesamt alles in allem waren es halt, glaube ich, müssten es 55 Punkte etwa gewesen sein. Und von daher alles gut, ne? Würde ich dann jetzt hier auch demnächst dicht machen. Also ich gehe noch mal ganz kurz, um das hier auch dann noch abzuschließen, auf den Daily. Und also hier nochmal, damit man es eben versteht, nochmal ganz kurz ausgeholt, der Dow, habe ich gesagt, hier kommt jetzt von unten an erstmal 20, der sich auch nach unten biegen kann. Das ist genau der Trigger, auf den ich warte. Würde er heute auflösen, hätte sogar das, was ich am, ich glaube Donnerstag war es, gesagt habe, würde sogar das passen. Nämlich, da habe ich ja gesagt, 2, 3 Tage und dann könnte die Range auflösen. Das wäre natürlich klasse, ja. Also dann, wenn das jetzt auch nur passen würde. Aber der hat heute jetzt zum ersten Mal die Chance, die Range aufzulösen. Sagen wir es mal einfach so. Rein technisch, rein algotechnisch, was ich ja halt immer beobachte, wäre das heute der Tag, der erste Tag, an dem es wirklich funktionieren könnte. Und von daher passt es halt hervorragend. Und ich habe ja auch gesagt, ne, ich glaube nicht, dass der hier oben nochmal großartig drüber geht über die 331. Und erst wenn das wirklich dann doch tun sollte, dann vergesst alles, was ich gesagt habe. Und man sieht, ne, das passt jetzt erstmal wirklich hier zusammen, die ganze Geschichte. Was mich so ein bisschen erstaunt, ist tatsächlich der DAX, dass der sich mal eben da so runterdrückt, weil ich da mal nochmal in den Daily reingehe. Und der schiebt sich da einfach mal so in Richtung Vortagestief, hängt aber hier schon noch in der Range drin, ne? Das heißt, der müsste schon nochmal deutlich tiefer gehen. Das ist halt klar. Aber auch der, wenn die jetzt da in Frankfurt irgendwie Bock haben, den nach unten zu prügeln heute, wie gesagt, der Dow wird es nicht bremsen. Und im DAX sind wir unverändert eben hier unten in dem Bereich, ja, wo hier auch die Pfeiler, die ich vorhin eingezeichnet habe, bei der 600.
Und irgendwie 20, irgend sowas in D3, beziehungsweise 575 müsste das hier sein, ne? Also das heißt, wenn der mal irgendwie anfängt, hier durchzurutschen, würde ich mit Long irgendwie mal warten und mal gucken, ob nicht das, was der Hilger da gesagt hat, doch aufgeht. Und im DAO halt eben 34.834, 447. Wir werden hier früher oder später eine richtig lange Kerze kriegen, ja. Der wird nicht mit solchen kleinen Kerzen darunter krabbeln. Da wette ich aber sonstige Körperteile von mir drauf, ja. Sondern das wird irgendwann, ob das jetzt heute ist oder morgen oder übermorgen, wird er hier einen ganz langen Strich da irgendwie reinzaubern. Damit sollte man rechnen, ne? Und nicht, und deswegen sage ich halt, wenn er das ganze Ding mal angeht, nicht zu früh Short dagegen halten. Alright, so, dann würde ich an der Stelle dicht machen. Freue mich über 55 Punkte, auch dafür, dass natürlich einige mit dabei gewesen sind und auch die Richtung geteilt haben und natürlich die gleiche Idee hatten und nicht etwa das als Empfehlung angesehen haben, was ich hier gesagt habe. Und machen wir heute mal eine verkürzte Session, aber why not, ne? Man muss es ja nicht unbedingt bis 10 Uhr aushalten, wenn ja schon irgendwie aufgegangen ist, was aufgehen sollte. Der Markt übertreibt gerade so ein bisschen und nach 10 werden wir dann wissen, was das Ganze gewesen ist. So, damit bedanke ich mich an der Stelle natürlich für die zahlreichen Besuche hier von eurer Seite. Das war ja schon recht gut heute, so wie ich das sehe. Ja, ist ohne hier Zahlen zu nennen, aber das ist schon recht ordentlich. Da freue ich mich auf jeden Fall. Gut, also passt auf euch auf. Wann haben wir das nächste Live-Trading, Wolfgang? In 2 Wochen? Ja, richtig. Genau. Richtig. NFPs waren ja gerade erst Next Live-Trading. Ja, in 2 Wochen dann. 2 Wochen. Ich bin ansonsten wie immer heute Nacht nochmal irgendwie um 12 Uhr oder wann auch immer live, beziehungsweise stelle meinen Videoblog online. Das mache ich ja manchmal auch dann unter den Augen von Zuschauern, kommt immer darauf an, wie wach ich bin. Und aber das ja auf jeden Fall. Und ansonsten kann es auch passieren, dass ich diese Woche auch nochmal irgendwie irgendwo live bin. Aber ansonsten freue ich mich natürlich, wenn ihr mir halt folgt, also auf dirkhilger.de im Blog. Dort ist ja immer das Video verlinkt auf meinem Kanal, hier bei FX Flat in den Webinaren. Ich glaube, Möglichkeiten gibt es ja viele und natürlich unverändert die Facebook-Gruppe Traders Club. Stereo Trader bei Facebook. So, also nochmal Dankeschön. Passt auf euch auf eure Positionen. Und wenn der Wolfgang möchte, aber nur wenn er möchte, darf er gerne noch das letzte Wort haben. Ansonsten sage ich an der Stelle: Ciao, ciao. Der Wolfgang sagt nichts, der möchte kein letztes Wort haben. Ja, Bye-bye. doch, sicher. Also, Ja, doch, okay. Dirk. Nochmal herzlichen Glückwunsch zu deinen 3 erfolgreichen Trades, ne? Und auch die Zuhörer haben einiges mitgenommen, finde ich klasse. Ja, mir bleibt nur Danke zu sagen für das Webinar, Dirk, und an die Zuhörer fürs Teilnehmen. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin wünsche ich allen viele, viele, viele erfolgreiche Geschäfte. Dankeschön. Danke, Wolfgang. Ciao. Ciao. Gerne. Ciao.